Oh, da ist doch was. Huch, hey. Da war doch noch was. Der Rand. Ah. Eldruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Wow. Oh, oh. Was haben wir denn da? Ah, stellt sich hinter mich. Ja, toll. Der Engel stellt sich hinter mich. Juhu. Belagerungsbrecherbestie. Bam. Na. Auf mich anzubrüllen. Sauerei. Na? Au. Ein Sieg für die Ewigkeit. Ich komme mit dringenden Neuigkeiten. Na? Eine Vision von Herzen der männlichen Türmen und riesigen widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Ich weiß von Ihnen, das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Dann werde ich sowohl seinen Herzen als auch seinen Legionen Einhalt gebieten. Na, so, das legen wir auch an. Wir müssen eh noch mal kurz zurück. Und derweil lasse ich dann ich mal in die Stadt zurück. Das Wissen, was wir gerade gekriegt haben, noch durchlaufen. Ich mach mal das Wissen an. Das. Die Kinder von Vulkatos ließen sich in den nördlichen Städten nieder. Einem Gebiet, das man heute das Reich des Schreckens nennt. Was? Der Lagerungsbrecher ist Stoff für Legenden oder Albträume. Er gehört zu den begehrtesten Streitern der Dämonenfürsten, da er dank seiner enormen Größe und Stärke jede Schlacht zu ihren Gunsten wenden kann. Ich wünschte, ich wüsste mehr über ihn, aber leider sind alle, die ihn bisher zu Gesicht bekommen haben, tot. Finde ich cool mit den Wissen, dass man immer so ein bisschen was über die Monster hier erfährt. Über die Dämonen und alles, ne? Ist ganz cool gemacht. So, Ariad Krater eben eins. Das Dämonentor ist zerschmettert. Und die Armeen der Höllen erwarten uns, gestärkt durch widerwärtige Sündenherz. Ich werde sie alle töten, bis nur noch der Herr der Sünde übrig ist. Und dann werde ich auch ihn töten. Jetzt ist er dran. Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Huch. Ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Oh, ach, hier ist er doch. Noch ein Dämon. Sie wird sterben wie ein Mensch. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. So. Da war's weg. Huch. Mehr. Hab ich voll laut. Oh! Befehle von Asmodan, Teil 6. Gebieterin der Lust. Ich benötige eure üppigen Dienste. Ich weiß nicht, welch fleischliche Gelüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingeht. Aber reißt euch los davon und bringt eure Töchter mit. Seht euch vor. Die Feindin ist ebenso listig wie stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Beute für euch. Nicht wahr? Das wird sich zeigen. Mit uns hat es nicht so leicht.
Wir stehen ja auch mitten mal so Truhen mitten im Nur. Genial. Huch! Mitten im Weg stehen hier einfach mal ein paar Truhen. Das fällt auch niemanden auf. Mit seinem dämonischen Heer hat Asmodan gleichzeitig Teile der Hölle in unsere Welt gebracht. Und so, wir finden ihn jetzt schnell, dass wir den ausschalten können. Lass das! Ich mag das gar nicht, da erschrecke ich mich. Toll, hier, Sackgasse. Mist. Ich latsche hier nur ungern ewig lange rum. Oh, unten die ganz großen Ketten, seht ihr die hier? Die halten die Wege wohl so richtig zusammen. Cool. Alles. Da lang. Boah. Da war's nur vor oder zurück. So. Mal hier lang. Macht euren Frieden. Jetzt. Ah, wir sind richtig. Große Klappe hat er. Die hebräischen Schriftrollen beschreiben die gewaltigen Phasenbestien als fleischgewordene Sünden. Asmodan gewährt ihnen große Macht, wodurch die Bestien dazu in der Lage sind, sich nach Belieben dem Auge zu entziehen. Es wird angenommen, dass der Herr der Sünde sie nur auf ungewöhnlich kluge Gegner hetzt, die nicht mit Zahn und Klaue zu bezwingen sind. Ein höchst aufregender Kampf. Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Was sind das eigentlich? Sind das gefallene Engel? Aber die haben so Flügelauswuchungen hinten dran. Ich benötige mehr Zorn. So. Ihr seid etwas Außergewöhnliches. Dankeschön. Ihr habt meine Töchter kennengelernt, wie ich sehe. Ist ja beeindruckend. Ihr ihre
Gesellschaft? Nein. Die Zicken gehen aber gar nicht. Na, lass. Oh, blaue Minen drin, ja. Ah, Level 30. Nice. So, unsere Zauberin auch. Dann machen wir uns mal ein bisschen Platz hier. So, was hat es denn noch hier? Konzentrierter Geist. Ich höre so ein komisches Geräusch, ist hier noch was? Konzentrierter Geist. Eine Aura, die eure Angriffsgeschwindigkeit und die der Zauberin erhöht. Massenkontrolle. Verhext eine Gruppe in der Nähe. Das nehmen wir. Super. So, was haben wir hier noch? Ah, wir haben eine passive Fähigkeit. Heilige Mission. Der Schaden eurer Waffen wird um 10% erhöht. Oh, cool. Immer wenn ihr heiligen Schaden verursacht, werdet ihr um 1% eures Maximallebens geheilt. Himmlische Festung. Eure Rüstung wird um einen Prozentsatz erhöht, der Blockchance eures Schildes entspricht. Zorn erfüllt. Jeder verbrauchte Punkt Zorn heilt euch um 16. Oh, ist auch nicht schlecht. Der geheilte Wert wird um 1% eurer Bonus der Heil... Ich würde das nicht mehr. Vielleicht das. Angriffe machen mehr Damage, denke ich. Oh, hier was, ne? Himmelsfuror. Ruft einen machtvollen Strahl heiliger Energie herab, der alle erfassten Gegner verbrennt. Ja, gefällt mir. Wenn wir die Weihe ändern, ganz einfach. Oh, das hat mir auch gefallen hier. Wolkenbruch. Während eures Falls bildet sich ein Gewittersturm um euch herum, der den Bereich überzieht, in dem ihr landet. Der Gegner innerhalb des Sturms werden von Blitzen getroffen und betäubt. Ne? Haben wir hier noch was? Nein. Die Eisenhand hat die eigentlich auch. Ne, hat keine neuen Runen. Das haben wir. Hier. Unverrückbar. Dem Gebot Nachdruck zu verleihen, erhöht außerdem eure Rüstung und die eurer Verbündeten. Ne, wir bleiben mal bei dem. Dinge der Schild, Verbrennung, oh, was ist denn das? Himmelsfaust, Last, eine Blitzsäule vom Himmel fahren, die eine Explosion verursacht, sich aufteilt und alle Gegner in Nähe Schaden zufügt. Okay, das klingt cool. Gerechtigkeit, also das bleibt jetzt so, hier ist nichts weiter. Na gut. Nö, jetzt haben wir ein bisschen was Neues, mal gucken. Mal gucken. Habt ihr diesen enormen Dämon abseits? Ja, hab ich. Aha. Und was ist das? Also, was sind das für Lebewesen? Das? Was war das vorher quasi? Das würde mich mal interessieren. Das ist cool aus. Die Qualstachler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer, die von Dämonen zurechtgeformt wurden, dieses unverwechselbare Gestalt zu verleihen. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiften. Okay, toll. Klingt nicht so toll. Das war jetzt sogar besser, ne? Ja gut, wir kriegen, solange wir das 3 jetzt zusammen jetzt haben, noch unseren Set-Bonus. Ansonsten 2 Set reicht eigentlich. Oh, da haben wir nochmal ein bisschen Erhöhung. Okay. Wir werden ein besseres Zeug finden, das können wir natürlich nicht außer Acht lassen. All der Schmerz und das Leid, das wo bist du? Müsst.
Ich hau dir die Hucke voll, wenn ich dich sehe, du kleine Tusse. Zeig dich endlich. Okay, die Grundausstattung sieht cool aus, gebe ich zu. Oh, die Nummer ist cool, okay. Lass das. Ich labe mich an ihrer Qual. Ihrer Übelkeit. Oh, ey. Au! So. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Solch süß. Oh, ihr seid so eifrig. Ich denke, ich sollte mich so vorstellen. Hau einfach ab. Toll. Hau einfach ab. Hier ist er schon platt. Gut. Oh, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht vermüden. Tust du aber schon. Komm her, du. So, da wäre das weg. Spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Da geht's lang. Dafür werdet ihr büßen. Glaube ich nicht. Da drüben ist ein mächtiger Kampf. Noch nicht. Oh, hier oben liegt auch noch Zeug, gar nicht gesehen. Da ist noch was Goldenes. Huch! Der Strahl ist cool. Oh, was Gold, was Grünes. Die Dämonin scheint den Klang ihrer eigenen Stimme zu mögen. Einen neuen Plan. Bonstrotz. Set. Cool. Nicht schlecht. So, einsammeln. So nah. So nah schon. Aha, vielleicht kriegst du einen Arschtritt. Der ist cool. Achso, der war schon weg. Mein Zorn reicht dafür. Schade.
Oh, das war's schon. Oh, wieso runter sind die Stiege geflogen? Einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen. Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Und so geht es seit 200 Jahren. Also nur die allerersten Kreuzritter im Endeffekt, ja. Die hatten weitergereicht, die Namen quasi. Meine Tasche ist voll. Ah, toll. So. Da müssen wir kurz zurück. Juhu, ich kehre in die Stadt zurück. Oh oh. Ah, gut. Hm. Kochen und Haferschleim servieren ist vielleicht nicht besonders glorreich. Oh. Aber diese Männer können nicht mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Einen Moment. Wir haben da ein bisschen was. Mhm. Hm, den Plan. Machen wir gleich mal zum Schmied noch gehen. Das. Das sieht cool aus. Seltener Kreuzritterschild. Der ist direkt hier für Kreuzritter. Okay. Na gut, den Rest können wir verkaufen. Zack, 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 zack. So, den Plan, den bringen wir nicht gleich mal bei. Zack. Hm. Mal gucken, ob wir gleich was finden. Das ist das, ne? Nee, halt hier. Das ist ein Stück. Komisch. Naja.